Das Kinder- und Jugendensemble Pfiffikus kann ab sofort mit neuer Technik trainieren. Sie haben neues Tonequipment. Im Ensemble wird Artistik, Gesang, Kabarett und Tanz unterrichtet. Auch Winnie hat daran seinen Spaß, da kann er gleich mal mittanzen. Die Sparkasse Spree-Neiße hat den Verein unterstützt. Das Ensemble hat im Rahmen der PS-Lotterie eine Spende von 3.000 Euro erhalten. Das Geld wurde in neue Mikrofone und Headsets sowie ein Mischpult und Empfänger investiert. Technik, die dringend gebraucht wird. Mit am häufigsten sind das die Headsets für unsere Kabarettisten. Und die wir jetzt hatten, die sind wirklich in die Jahre gekommen. Und weil wir die, wie gesagt, häufig nutzen. Und deswegen war es ganz wichtig oder freue ich mich sehr, dass wir jetzt in der Lage sind, eben für unsere Kabarettisten wenigstens zwei Headsets auch anzuschaffen. Die alte Technik gab es nämlich genauso lange wie das Ensemble selbst, und zwar 40 Jahre. Da kommt die Spende der Sparkasse genau richtig. Jetzt hat es der Verein einfacher, wenn es zu den nächsten Auftritten geht. Trainiert und geprobt wird in der Regine-Hildebrand-Grundschule in Sachsendorf. Hier hat der Verein auch seinen Sitz. Schnell wurde klar, dass man für die Zukunft vorsorgen muss. Man weiß, dass über die PS-Lotterie auch immer wieder gemeinnützige Vereine unterstützt werden. Und durch den engen Kontakt zu unserer Beraterin hier in der Geschäftsstelle Sachsendorf wurden wir auch darauf hingewiesen, dass es hier wieder eine Aktion gibt. Und dann haben wir uns einfach beworben. Doch nicht nur Auftritte sind Teil des Vereins, es werden auch Trainingslager angeboten. Circa 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 20 Jahren sind im Verein Mitglied. Ein- bis zweimal in der Woche wird geprobt. Der Sparkasse Spree-Neiße war klar, dass sie hier helfen wollen. Wie der Name ja schon sagt, Pfiffikus 1979 e.V. Das heißt, der Verein feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Und unsere Geschäftsstellenleiter sind natürlich immer ganz, ganz nah dran an den Vereinen. Und wenn es dann irgendwo mal drückt, dann sind sie zur Stelle. Und in dem Fall war es wirklich so, der Verein wird 40 Jahre und ich glaube, die Technik hat auch fast 40 Jahre auf dem Buckel. Und da war es ganz wichtig, jetzt hier mal zu unterstützen. Beim Kauf der Anlage wurde auch darauf geachtet, dass die Geräte mobil einsetzbar sind. Der Verein ist oft außerhalb unterwegs. Da muss die Technik den Anforderungen entsprechen. Da kann man dann schnell mal sagen, wir nehmen Mischpult mit, zwei Mikrofone mit und können dort mit unserem Chor auftreten oder wir packen die Headsets mit ein, das Mischpult, dann können wir irgendwo ein Kabarett aufführen, nicht? Und so können wir ganz schnell eigentlich kleine eigene Programme auch dann gestalten. Der nächste große Außentermin steht auch schon an. Die Pfiffikusse eröffnen das Cottbusser Stadtfest. Dafür ist der Verein jetzt gewappnet. Und auch für die nächsten 40 Jahre hat das Kinder- und Jugendensemble mit der neuen Technik schon mal vorgesorgt. Wünsche werden wahr mit der Sparkasse Spree-Neiße und dem PS Lotteriesparen. Für nur 5 Euro im Monat kaufen Sie ein Los. 4 Euro davon werden gespart. Mit dem verbleibenden 1 Euro können Sie das Glück herausfordern. Jährlich werden Geld- und Sachgewinne von über 19 Millionen Euro verlost. Und Sie unterstützen mit jedem Los viele gemeinnützige Ideen und Projekte in unserer Region. Lose erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen und jetzt auch unter sparkasse-spree-neiße.de. Sparen, gewinnen und Gutes tun.